Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Ja, die Tage werden kürzer und es wird auch kälter und der Herbst hat uns so richtig fest im Griff jetzt. Und mein heutiges Projekt ist eine kleine Herbstbox, eine Geschenkschachtel. Die ist gefüllt mit kleinen Giottos und obendrauf steht eben dieser Spruch Wintervorrat. Und bevor ich mich jetzt an die Weihnachtssachen wage, wollte ich euch diese kleine Box nochmal präsentieren. Ich finde die auch ganz süß als Mitbringsel, wenn ihr irgendwo eingeladen seid auf eine Tasse Kaffee oder wenn man zum Beispiel eine Flasche Wein verschenkt, kann man das eben noch mit dazu packen. Ja, finde so Sachen immer ganz nett und meistens freuen sich die Leute daher auch drüber. Das ist ein Projekt, da habt ihr ein bisschen was vorzubereiten, aber wenn das dann gemacht ist, dann ist die auch ganz schnell zusammengebaut und gemacht. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, was ich dafür alles verwendet habe. Ich habe einmal in mein Repertoire gegriffen, also es ist, sind viele verschiedene Sets. Wer nicht immer alles hat, das ist ja auch nicht schlimm, ihr könnt es ja auch ein bisschen abwandeln. Aber ich zeige euch eben jetzt, wie ich genau diese Box jetzt eben hergestellt habe. Ihr braucht dafür erstmal Papier. Und zwar braucht ihr ein Stück Vanille pur in den Maßen 15,2 x 15,2 cm oder 6 x 6 Inch. Und dieses Papier, das zeige ich euch gleich, wird geprägt. Und zwar mit unserem Embossing-Folder. Das ist der mit dem Zopfmuster. Der ist im Herbst-Winter-Katalog jetzt drin. Und das legt ihr dann praktisch so rein. Das kommt hier in den Folder rein. Macht es zu und schiebt es einmal durch die Big Shot. Wichtig ist es, wenn ihr das macht, dass ihr die Auflage von der Big Shot wirklich auf das unterste stellt, der prägt sehr tief und um das nachher gut falzen zu können, ist es wichtig, dass diese Struktur nicht ganz so tief auf dem Papier eingeprägt ist. Also wie gesagt, den letzten Tab verwenden, den ganz untersten, den es gibt und dann funktioniert es auch gut. Wenn das dann rauskommt, dann sieht es eben so aus und hat eben diese tolle Zopfstruktur und die macht es ja ein bisschen winterlich und warm. Und ich fand das ganz passend jetzt für diese kleine Herbstbox. Das wird dann auch gefalzt jeweils bei 2,5 cm und 5 cm oder bei 1 Inch und bei 2 Inch. Das ist das Papier. Dann benötigt ihr hier noch Kleinigkeiten, ein Stück Kupferfolie. Das hat die Maße 5 x 6 cm oder 2 3/8 Inch mal 2 Inch. Und zwar braucht ihr das für diesen Zweig hier. Das ist dieser hier. Und den habe ich gemacht mit den Framelits Pflanzenpotpourri. Einmal mit diesem hier. Der wird eben mit der Kupferfolie dann eben wird es ausgestanzt. Ups. Und ihr braucht es auch für dieses kleine Herz. Als Mini. Und das habe ich gefunden, wo habe ich es hier, in den Framelits, nee, Thinlits sind es, zu Hause. Das ist hier oben dieses kleine Herzchen. Genau, einmal das. Dann braucht ihr Papier in Savanne, einmal 7 x 5 cm und einmal 5 x 5 cm oder 2 3/4 Inch mal 2 Inch und ein Stück 2 mal 2 Inch. Das wird bestempelt mit unseren Blättern aus den Set Vintage Leaves. Da habe ich einmal das hier oben und einmal das hier rechts genommen und das habe ich in Savanne auch gestempelt und ausgeschnitten. Ich habe es jetzt mit der Schere ausgeschnitten. Es gibt aber auch die Framelits Laub dazu. Die kann man auch verwenden. Ich habe es jetzt einfach mit der Schere gemacht. Und dann habe ich noch das kleine Schild gemacht. Das ist mit dem Stempelset Herbstgrüße.
hier unten mit dem Wintervorrat. Das ist gestempelt in Schokobraun, auch auf Savanne, und ist dann ausgestanzt mit der Eichelstanze. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr die natürlich selbstverständlich auch mit der Schere ausschneiden, das geht auch. Genau, dann haben wir soweit alles vorbereitet. Ihr braucht noch ein Stück Leinfaden, den braucht ihr auch noch. Und Klebemittel braucht ihr natürlich auch. Und dann fangen wir mal an. Wie gesagt, wenn ihr das vorbereitet und habt das da liegen, dann ist das kein Problem. Ach so, ja, das Wichtigste natürlich. Ihr braucht unsere kleinen Geschenkboxen, diese Klarsichtboxen. Die kommen als Set. Da sind 16 Stück drin. Und die sind so flach zusammengefaltet. Und die eignen sich für ganz viele Sachen. Nicht nur jetzt für diese Box, da könnt ihr auch eine kleine Kerze reinpacken. Ihr könnt einen Adventskalender damit basteln. Ihr könnt kleine Cookies reintun oder Gummibärchen. Die sind wirklich sehr variabel, die kann man wirklich für vieles verwenden. Und ja, die sind dann eben so zusammengeklappt. Und da fangen wir vielleicht auch gleich mal mit an. Die haben hier so eine Schutzschicht obendrauf. Die macht man weg. Und jetzt ist es wichtig, dass man diese ganzen Kanten, die hier vorgegeben sind, einmal durchfaltet. Dann lässt sich die Box nachher besser verschließen. Also einfach jede Kante einmal nach vorne und einmal nach hinten knicken. Das mache ich jetzt mal eben schnell und gleich wieder da. So, wenn ihr die jetzt einmal durchgefaltet habt, dann schließt ihr die Box unten, indem ihr die Seitenteile, das sind die mit diesen Aussparungen, einmal runterknickt, das drüber und das einmal hier durchschiebt. Damit ist die Box schon zu. Und jetzt könnt ihr eben einfüllen. Ich habe in dem Fall die Giottos. Packen wir jetzt hier rein, passt genau so eine Packung rein. Die Boxen sind auch lebensmittelecht, da braucht ihr keine Angst zu haben, dass da irgendwelche Plastikgeschmack oder Weichmacher eben in die Giottos übergehen. So. Und dann verschließen wir die und dann ist die Box schon fertig. Jetzt wollen wir ja hier unten unsere Verkleidung oder unsere Verpackung eben machen. Das ist also auch, das kann man rausnehmen. Und da haben wir eben diese geprägte Papierstruktur. Und jetzt wird es geschnitten. Ich habe euch das mal aufgezeichnet. Das sind eben diese Falzlinien, immer bei 2,5 und 5 cm. Das ergibt sich so. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja. Und jetzt wird geschnitten. Die kleinen Ecken außen werden jemals weggeschnitten. Und dann wird so ein Dreieck rausgeschnitten. Das mache ich jetzt mal schnell. Ich zeige es euch mal. Also, ob man das jetzt im Video so sieht, weiß ich nicht. Wir haben hier außen unsere Falzlinien bei 2,5 und 5 cm. Und jetzt schneiden wir weg. Einmal an der 5er Linie. Auf beiden Seiten. Und dann eben, man kann jetzt erst die wegschneiden, die 2,5er. Sieht man es vielleicht besser. Und dann schräg nochmal nach oben weg. Und dann entsteht hier auch eben dieses Dreieck. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Erst die eine Seite. Und dann die andere. Das mache ich jetzt Seite auch gleich noch.
So, so sieht es dann aus. Ich habe eben dieses Muster ausgeschnitten. Jetzt fahren wir alle Falzlinien erstmal nach. Haben wir die Schachtel. Jetzt falten wir die Seiten ein. Wichtig ist, dass ihr diese Falzlinien hier auch noch mal gut nachfahrt. Diese hier oben, wenn wir das so einknicken, dann hier noch mal gut nachdrücken. Auf der anderen Seite auch. Das ist jetzt hier das, wo wir ausgeschnitten haben. Einmal zur Mitte hinklappen und dann hier rein und hier rein und eben ganz wichtig hier nochmal gut mit dem Fingernagel oder mit dem Falzbein nachdrücken. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt knicken wir das hier rein. Dann seht ihr schon die Schachtelform. Und jetzt legen wir das einmal hier oben drüber. Nochmal. Also ihr habt die Grundform, das klappt ihr nach innen, die Spitzen gegeneinander. Und dann knickt ihr das hoch und legt es hier oben drüber. Einmal. Auf der anderen Seite genauso. Zweimal. Wer möchte, kann das jetzt noch festkleben. Ich mache hier mal zwei Klebepunkte jetzt drauf. Aber es, wenn die Box drin steht, dann klebt es auch von alleine eigentlich, weil ja die Box das dann nach außen drückt. Ich mache jetzt mal einen dran, dass es ein bisschen besser hebt. Eine Seite. Und die zweite. Auch. Schön nachfahren. Und jetzt kommt eben diese Box hier rein und das passt ganz genau. Und jetzt geht es ans Verzieren. Dann nehmen wir eben die Blätter und auch so Klebpunkte und kleben uns das auf. Auf die Rückseite. Wie ihr das jetzt anordnet, das dürft ihr euch überlegen. Es ist immer schön, wenn es ein bisschen so dreidimensional ist. Ein bisschen drüber guckt über die Schachtel. Dann kommt der Zweig noch. Den lassen wir so ein bisschen drüber stehen. Und jetzt haben wir hier noch das kleine Herz, dieses Mini-Herz. Und das kommt hier oben auf, über diesen Schriftzug Wintervorrat, hier oben drüber. Dafür nehme ich mir auch noch so einen kleinen Klebepunkt, roll mir den ein bisschen zusammen. Das ist jetzt ein bisschen Fuddelarbeit, aber das geht. So. Herz. Und da ist das hinten drauf. Ihr könnt auch Präzisionskleber nehmen oder Tombow, das geht auch. So. Das kommt dann hier oben drauf. Genau. Und das kleben wir uns jetzt mit zwei Dimensionals auf. Die Form. Das deckt dann eben auch diese Überlappung hier ab. So.
könnt ihr da noch ein bisschen hochbiegen. Und jetzt machen wir hier außenrum, machen wir noch ein Stück Leinfaden. Den legen wir uns außenrum. Machen eine Schleife. Weg. Und jetzt kleben wir uns das kleine Herz ebenfalls mit dem kleinen Klebepunkt auch wieder an die Schnur dran. Dafür rolle ich mir das auch wieder so ein bisschen zusammen und lege das dann hier oben drauf. So. Dann sieht man das von vorne eben nicht. Und dann einmal durchgefädelt. Und ein bisschen fixiert. Und dann klebt das kleine Herz eben vorne auf der Schleife. Das war meine kleine Geschenkbox. Vorerst mal das letzte Herbstprojekt. Ich werde jetzt starten mit den Weihnachtssachen und freue mich, euch die zu präsentieren. Möchte euch noch daran erinnern, es läuft immer noch meine 10% Aktion. Den ganzen Oktober erhaltet ihr auf jede Bestellung bei mir 10% Rabatt auf den Warenwert, zuzüglich Versandkosten, die werden nicht rabattiert. Es sei denn, ihr nehmt an der Sammelbestellung teil, dann könnt ihr auch nochmal Versandkosten sparen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Die Anleitung wie immer auf www.stempelbund.de. Tschüss!